Hey Justin, bin mies gehypt auf das Peso Saints Holy T-Shirt. Wollte noch fragen, ob du auf das Video reagieren. Ich wollte gerade noch fragen, wann fragt endlich einer nach? So, auf das Video reagieren kannst. Die angebliche Wahrheit über dich und Peso. So, und da sind wir auch schon wieder jetzt hier drin. Wir sind hier auf dem Kanal von Andy und Klöt. Und das Video hier kommt nicht auf Justin Live, sondern auf Justin Light. Weil ich will, dass das jeder sieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das reingezogen habt, ob ihr das gesehen habt. Falls nicht, geht einfach unvoreingenommen in die Sache rein. Falls ihr das schon gesehen habt, dann lasst uns mal ganz vergesst, dass ihr mich jetzt hier vielleicht feiert. Oder vergesst, dass ihr mich hatet, weil ihr das Video gesehen habt. Und lasst uns mal ganz mit Abstand so auf das Video blicken und uns einfach mal ein paar Fakten anschauen. Das ist eigentlich quasi wie dieses Valente-Thema. Damals schon gesagt. Gibt man jemandem Aufmerksamkeit, antwortet man, damit die Leute nicht falsch von einem denken, hat er halt diese Aufmerksamkeit. Geht man da nicht drauf ein, glauben das Leute. So, und wir schauen jetzt erstmal ein paar Fakten an. Wann kam sein Video online? Also, ich frage euch. Angenommen, ihr würdet mir und insbesondere Peso schaden wollen. Wann würdet ihr das Video droppen? Was wäre ein idealer Zeitpunkt, um so ein Video zu droppen, um mir zu schaden? Vor dem Drop? Vor Release. Richtig. So, wann kam das Video? 2 Tage vor Release. Und die Leute wollten Fitner machen. Dann ein Elotrix, der mit der Modebubble, würde ich jetzt sagen, nicht ganz so viel zu tun hat. Der zieht sich sowas dann im Stream rein. Nicht, weil Elotrix das will oder mir schaden will, sondern Leute schicken ihm das dann, ey, guck dir das mal an. So, und dann ein Elotrix, der kennt ja nicht alle Fakten und sieht dann da irgendwelche, der an dem Klöt, die haben dir das Datum hingeschrieben. Oh, krass. Scheiße. So, deswegen jeder, der sich dieses Video hier reingezogen hat und dem Video Reichweite gegeben hat, der muss sich dieses Video, was ich jetzt hier mache, auch reinziehen. Einfach aus Fairness. Hört sich beide Seiten an. So, also, wir haben schon mal einen Fakt. Wann droppt man das Video, um mir zu schaden? 2 Tage vorm Drop. Man macht das nicht 4 Wochen vorm Drop, man macht das nicht 2 Tage nach dem Drop, man macht das 2 Tage vorm Drop. Behaltet's im Hinterkopf. Ihr seid ein kleiner YouTube-Kanal, 4180 Abonnenten. Die Videos haben 1000, 1400, 1800, 2000, 2000 Klicks. Jetzt gucken wir mal die Videos mit der größten Beliebtheit. Justin ist das Problem auf YouTube. 86.000 Klicks, das meistgeklickte Video. Ich will nicht direkt Leute in die Schublade stecken. Ja, die machen das nur wegen Aufmerksamkeit. Das ist natürlich immer leicht gesagt. Aber zieht euch das Thumbnail rein und allein schon der Titel vom neuen Video, das hier war vor 2 Monaten, zusammengefasst, wird da gesagt, dass ich das Problem auf YouTube bin, weil Leute sich nicht trauen, mich zu kritisieren, weil die Angst haben, dass es dann einen Shitstorm gibt. So. Zieht euch einen Patrick Spector rein, der hat die Kollektion von Peso bewertet, sagt immer seine ehrliche Meinung und jeder andere soll das auch machen. So, dann bin ja nicht ich das Problem, sondern wenn die Leute sich nicht trauen, was zu sagen. Okay. Gut. So. Das zweite Video, um was es jetzt geht, das kam vor 4 Tagen online, 2 Tage vorm Drop. Die Wahrheit über Peso und Justin Fuchs. Ich war unterwegs, krieg so ein Video geschickt. Ey, hast du das Video schon gesehen? Ich sehe nur so Anni und Klöt, dachte so, Junge, jetzt ist jemand spät dran. Ich klicke aber so da drauf, sehe, oh, es ist ein neues Video. Ich lese die Wahrheit über Peso und Justin Fuchs. Warum schreibt man meinen Nachnamen noch mit da rein? Dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, verbessert mich, wenn es falsch ist, man sieht den Chat jetzt hier nicht so gut. Man schreibt, glaube ich, Justin Fuchs in den Titel, damit, falls jemand meinen Namen googelt oder Peso und dann meinen Namen so, dass dann das Video direkt irgendwie vorgeschlagen wird oder nicht. Oder das Ganze noch ernster und seriöser wird. Ich weiß nicht, warum. Ich denke auch wegen Google, ne? Kann sein, ich weiß es aber nicht. So, und dann halt das Thumbnail, ich am Brennen. Kleiner Fun Fact, Andy und Klöt, Instagram Andy, hat in seiner Bio stehen, Daddy of Justin. Ich weiß, sie hat ein Video über mich gemacht. Das habe ich ignoriert, weil ich gedacht habe, ey komm, so ein unnötiges Thema. Ich sage da nichts zu. 86.000 Klicks und viele Leute haben das aber auch schon hinterfragt. Und schreibt in seine Instagram, Daddy of Justin. Ich weiß nicht, soll das irgendwas mit meiner Mom implizieren oder weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall das auch schon nach 2 Videos sich sowas in die Bio zu schreiben. So, genug da vorne rumgelabert. Das Video soll jetzt auch nicht 1 Stunde gehen, was hier dann auf YouTube hier draus hochgeladen wird, damit sich das jeder auch wirklich komplett reinzieht. Das ist ein wichtiges Video. Ich habe mir das Video natürlich schon reingezogen. Ich wüsste immer heute, was sie da sagen und ob ich dem Aufmerksamkeit schenken soll oder nicht. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, damit niemand sagt, du bist darauf nicht eingegangen, du bist darauf nicht eingegangen. Wir werden uns das jetzt ganz in Ruhe reinziehen. Let's go. Die Wahrheit über Peso und Justin Fuchs. Das Video hat 3800 Likes und das finde ich schade, weil ich jetzt einfach davon ausgehe, dass 3800 Leute 100% dahinter stehen, nichts hinterfragt haben. Es gibt bestimmt kritische Kommentare hier und auch Leute, die einfach sehen wollen, ja, endlich sagt mir einer was gegen Justin, aber
Okay. Ich begrüße Sie hier mal zu einem neuen Video und heute reden wir nicht über Justin als Person. Heute geht es nicht um mich als Person. Es geht nicht um mich, Leute. Merkt euch das. Oder über seine kurze Rap-Karriere. Party mit einem Off-White-Sweater. Ach und dicker Mac, hier kommst du mir nur ein Haar. Ich dachte, es geht um Peso. Und das ist auch schon Punkt 1. Warte, dann stehen morgen ein paar Albaner in der Einfahrt. So, Klöt, Andy, nehmt euch in Acht, ne? Nicht, dass da morgen ein paar Leute drin stehen. So, Banger, ja. Das zum Beispiel ist auch schon was. Um das Ganze schon mal so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Er sagt, er macht ein seriöses Video, wo ich wahrscheinlich eh nicht drauf reagieren werde, weil ein Justin nicht auf ernste Kritik eingeht. Super normale Kritik schon mal das Video, also mich ins Lächerliche ziehen. Er weiß, dass ich den Track nicht mehr feiere, sonst wäre er ja noch online. Logisch. Deswegen habe ich ihn runtergenommen, weil ich ihn nicht mehr feiere. War natürlich ein geisteskranker Banger, aber so. Deswegen zeigt man das direkt am Anfang, um hier schon mal so einen kleinen so Schlag in die Magengrube, mich schon mal in so eine Schublade zu stecken. Aber gut, wir gucken weiter. Sondern über sein Baby Peso. Für die Leute, die sich nicht das ganze Video anschauen möchten, sage ich jetzt, was das Problem ist. Peso ist die neue Generation Fast Fashion. So, das ist jetzt erstmal die These. Also er stellt direkt am Anfang des Videos eine These auf. Peso ist Fast Fashion. Fabi QRS nochmal mit 20 Euro. Was mich immer triggert, immer dieses, ich habe nichts gegen die Person, aber. Ja, das ist immer eine leichte Form von Argument, von Argumentation, weil Leute, die sich, ich will niemand von, aber die leichter zu manipulieren sind, die sagen ja dann, krass, der hat ja gar nichts gegen den, der hat ja auch was von Peso. Dann stimmen die Argumente ja noch mehr. Abwarten, hinterfragen und beide Seiten anhören. So, also die These ist, Peso ist Fast Fashion. Was ist Fast Fashion? Laut Definition, eine Marke, die viel rausbringt, unfassbar viel im Wochentakt, laut Definition. Aber selbst wenn es jeden Monat ist, ist das super viel. Also Fast Fashion heißt viel rausbringen, zu einer schlechten Qualität, zu schlechten Produktionsbedingungen und daher, weil du auch billig produzierst, zu einem sehr günstigen Preis. Du willst die breite Masse abholen und damit, ich sag's einfach mal, Zara, H&M-Level, alles abfischen, was geht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon hinterfragen soll, aber boah, ich mache 4 Kollektionen im Jahr, alle 3 Monate, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Da macht man ein Black Friday Special, wie es jede Marke macht, wahrscheinlich wegen mir. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das oft ist, zu jeder Jahreszeit. Die großen Marken machen 2 Kollektionen im Jahr, Spring, Summer, Fall, Winter. Aber in der Spring, Summer sind Sachen drin für den Frühling und den Sommer. Und sag ich mal, in der Gucci-Kollektion sind dann über 50 oder 100 Teile, ich weiß es nicht, oder auch, selbst wenn es nur 20 sind, Release Peso, weniger einzelne Produkte im Jahr und deswegen ist das schon mal kein Fast Fashion bezogen auf die Menge. Die Produktion, ihr habt die selber im Video gesehen, das sind krasse Produktionsbedingungen. Wir produzieren zu sehr teuren Preisen und deswegen machen wir auch keine Billigkacke. Das zum Argument Fast Fashion. Aber falls da noch was zukommt, werde ich auch darauf eingehen. Und ich werde jetzt detailliert erklären, weshalb Peso die neue Wave von Fast Fashion ist, okay, und was das Problem genau ist. Hier Noah. Merkt ihr, man will immer so ganz leicht so unterschwellig was in euren Kopf einpflanzen. Wir alle haben vor einem Jahr das Video von Valente gesehen, welches echt nicht professionell. Valentes Video leider gelöscht? Damit habe ich nichts zu tun. Gemacht wurde, aber trotzdem ein Vorreiter von diesem Video war. Und auch Grüße gehen raus. Das stimmt. Man muss sagen, das Video hier überschneidet sich eigentlich zu 90% mit Valente. Nur, dass Valente ein bisschen seriöser geblieben ist als der Andreas hier. An dieser Stelle an Valente. Dieses Video wird aufzeigen, was das wahre Gesicht von Peso ist. 2016. Kanye West war mit seinen damals revolutionären Yeezys an der Spitze des Sneakerfest. Jeder wollte sie haben. Vêtements war damals so die heißeste Brand und damals war Peso noch nicht Peso, sondern Peso Gang. ja, genau. Ja, sehr lustig. Ja, aber das ist ja auch eigentlich bekannt. Peso hieß damals sogar auf Instagram Peso Gang Clothing oder Peso Gang Clo, ich weiß es nicht. Und dann, weil den Namen Peso Clo gab, konnte ich nicht nehmen. Und dann, als ich Connections zu jemandem von Instagram hatte, hat er mir den Namen geklärt. Dann bin ich sehr dankbar für es. Hört sich auch einfach cool an. Peso Clothing. Besser als Peso Gang Clothing. Peso Gang. Ihr müsst verstehen, Justin war zu dieser Zeit frisch ein Mode-YouTuber. Er hatte eine Bankausbildung und war bekannt für seine Minecraft Bed Wars und nicht für seinen Master of Arts von einer renommierten Kunstschule. Da okay, also, das ist schon mal falsch, direkt falsch. Ich bin bekannt
gewesen für meine Minecraft-Videos und nicht für meinen Modeabschluss einer Schule für meinen Abschluss von einer Modeschule. So, welcher erfolgreiche deutsche Streetwear-Owner hat heute einen? Und das ist doch das Nice. Jeder kann releasen, was er will, und wenn es Leuten gefällt, dann gefällt es denen, dann ist es nice. Checkt ihr das? Also, ich release Sachen, die gefallen Leuten. Und das ist jetzt nicht wie zum Beispiel ein Zahnarzt. Da kann jetzt nicht einfach jeder sagen, jo, ich werde jetzt Zahnarzt und boah, den Leuten mal in den Zähnen rum. Nee. Klamotten kann man rausbringen, ohne dass es irgendwem schadet. Weil wenn es scheiße ist und dir nicht gefällt, dann kauf es einfach nicht. Zum Thema Modeschule. Also ein Lolo, ein Ashraf, ein Maximilian, ein Patrick Spector, ich, keiner hat den Abschluss von der Modeschule. Aber ist ja auch nicht schlimm. Und bekannt war ich durch meine Minecraft-Videos. Womit habe ich denn auf YouTube angefangen? Designs, Designs, Designs. So, warum wird das hier verschwiegen? Weil sich das nicht so cool anhört bei den Leuten. Das weiß nicht jeder, dass ich Designs habe. Aber er weiß es bestimmt, weil ich schon oft erwähnt habe und er scheint mich auch schon länger zu verfolgen. Und hat auch gut recherchiert. Und auf jeder YouTube-Wiki-Seite über mich kannst du das durchlesen. So, also ich habe mit Designs angefangen. Also man lässt das hier weg, dass ich mich mit Design beschäftigt habe. Grafikdesign, Motion Design und so, was ja schon eine leichte Parallele zum Modedesign ist, weil ich viele Designs den Rohentwurf mit Photoshop mache und mich selber dahin setze. Ich habe mir mit 14 oder 15 Jahren zu Weihnachten eine Sache gewünscht und das war ein Zeichentablett, das war meine Leidenschaft. Und es kam auf YouTube natürlich nicht so krass an, weil wer zieht sich auf YouTube Designvideos rein? Und deswegen, weil ich nebenbei auch Minecraft gezockt habe, habe ich mit 14, 15 Jahren entschieden, komm, lasse ich das Design mal ein bisschen beiseite. Ich habe jedes meine Thumbnails selber gemacht, alle Kanaldesigns selber gemacht, das immer noch für andere gemacht. Aber meine Hauptaufmerksamkeit hatte ich mit Minecraft. Deswegen ist das nicht ganz falsch, aber ich hätte mir gewünscht, dass das mit dem Design auch noch drin gewesen wäre. Daher war die erste Kollektion aus heutiger Sicht halt wirklich ein Meme. Ja, ein Meme jetzt nicht, aber damals war es cool. Hier übrigens die weiße Sturmmaske, die ich angesprochen habe in dem Piso-Erklär-Video. Aber damals war es recht aktuell. Plus, man hat damals angefangen, damals hat jeder YouTuber, ich hatte keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen, weil die YouTuber, die haben alle über 3D Supply, das war so eine YouTuber-Merch-Seite, konnte man eigene T-Shirts rausbringen. Und ich habe immer versucht, die coolsten T-Shirts rauszubringen, aber einem waren die Hände gebunden. Und dann habe ich irgendwas gefunden, wo ich auf eine, wie heißen die, Coach-Jackets draufprinten konnte. Dann wollte ich nicht diese dummen B- und C-Hoodies haben, sondern diese Gildan-Hoodies, die hatten einen viel cooleren Schnitt. Natürlich ist Gildan-Qualität nicht das Wahre. Aber heute macht das noch Gallery Department. Die drucken auch auf Gildan-Dinger. So, da hatten wir eine Rose drauf gestickt und an den Ärmeln war nichts, aber auf der Kapuze war dieses Wettmauer-mäßige. Aber damals war es recht aktuell. Das beliebteste Piece aus der ersten Season war Vilon, genau. Vilon macht auch auf Gildan. Etwas damals cringe. Der Hoodie mit der Rose. 2016 waren Rosen und all. Das beliebteste Piece? Weiß ich nicht. Allgemein Blumen, richtig im Hype. Da Alessandro Michele mit Gucci das damals crazy beliebt gemacht hat. Da dachte sich, Herr Fuchs, komm, mach mir einfach eine Rose in die. Genau, 10er, wenn ich zu dem Zeitpunkt, das ist natürlich jetzt schlecht für mich, das zu sagen. Aber 10er, wenn ich zu dem Zeitpunkt den Designer kannte. Ich fand die Rose war nice, ich fand den Emoji nice, hab gedacht, ey komm. Lass das mal auf den Hoodie draufsticken. 10er, wenn ich jetzt gesehen habe, oh, Gucci macht Blumen auf die Schuhe, das ist von dem und dem Designer, dann lass es auch mal machen. Ich hatte keinen Plan. Ich wollte einfach nur irgendwelche Sachen machen, die halbwegs cool aussehen, meine eigenen Sachen tragen und das war cool. Und deswegen habe ich da eine Rose drauf gemacht. Guck mal, wir haben uns sogar so eigene Labels gemacht, das hatte schon gar keiner und haben dafür das so von Gildan rausgeschnitten. Wir haben uns übelst Mühe gegeben. Und das war nicht mal das Krasseste. Du kannst ja niemanden übel nehmen, mit Gildan anzufangen. Kanye West. Merch damals, V-Loan, Gallery Department. Ich muss mich jetzt hier nicht für Gildan verteidigen, das kritisiert er gar nicht, aber ich will es einfach sagen, dass man damit anfängt. Die Masse rein und das war nicht kreativ genug, da muss noch was. Nehmen wir doch einfach das, was zurzeit die beliebteste Brand benutzt. Wettbewerb war zu dieser Zeit wirklich abnormal im Hype. Demna war auch sehr kreativ und man kann es mit nichts vergleichen. Eines ihrer Markenzeichen war ihr kleines, aber markantes Stitching bei den Kapuzen, also bei den Hoodies zumindest, welches immer aufzeigte, aus welcher Season Stück war. Peso Gang dachte einfach, komm, machen wir das gleiche. Und leider hat der heute renommierte Designer Justin die Videos zur ersten Season und allgemein aus der Peso-Seite gelöscht. Aber man sieht da ganz gut. So, und wollt ihr mir jetzt sagen, hier sieht man eine Ähnlichkeit? Ich finde, das sieht gar nicht... Kleiner Spaß. So, hier sieht man noch eindeutig 2016, 2017, wir hatten das früher. Nein, ich will mich hier gar nicht rausreden. Ich habe mit 17 gedacht,
boah, geil, diese Vetements-Dinger. Und das hatte damals noch nicht so wirklich jeder auf dem Schirm. So. Und ich habe gedacht, boah, das sieht krass aus, ich will das auch. Sieht man keine Ähnlichkeit, oder? Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Finde ich, damals kannst du es nicht vergleichen mit heute. Weil jeder denkt in dem heutigen Kosmos, wenn du heute was 1:1 klaust, Bro, ist schon dreist. Und damals, ich will es nicht gut reden, aber fand ich es nicht so schlimm wie heute. Vor allem, weil es meine erste Kollektion und da gab es keine breite Streetwear-Marke. Gut, dass das Stitching wirklich 1:1 das gleiche war, einfach anstatt Vetements war. Ja, korrekt, oder? Ja, jeder fängt mal an. Ja. Peso. Kleine Twitter-Ramos sind auch immer nicht der Grund, warum ich schlechte Laune hatte. Aber Anni und Klöt auch nicht. Ich bin nun aber weiter zu Season 4, weil die anderen Season waren sehr plain. Oder halt wieder mit Rosen. Damit ihr mich aber Die waren nicht plain. Besser versteht, muss ich euch wieder die Zeit erklären. Justin konnte sich mit seinen vorherigen Season schon mal die ersten Erfolge ein... Janik, schnell. Was geht? Alexei, was geht? Jacken. Und seine Zielgruppe war also damit definiert. 2017 war die Zeit von Icon Caps und Easy Zebras. Auch hier muss man nochmal kurz... Findet ihr, dass das ein cooles Bild von mir? Eigentlich eins der besten, oder? Du hast nicht klein angefangen, etwas cringe, Brudi, ja, ne? Schon ein richtig, richtig cooles Bild, 10 von 10, oder? So, auch da, Bro, man macht das nicht so auffällig, wenn man jemanden in schlechtes Licht drücken will. Nimm doch ein Bild von mir auf Instagram, wo ich die Icon Cap trage. Natürlich ist Icon Cap komplett out jetzt. Also wer sie tragen möchte, tragt das. Ich will jetzt hier keinem vorschreiben, was man trägt und was nicht. Aber Bro, damals war das cool und dann muss man nicht ein Bild aussuchen, wo ich aussehe wie ein grenzdebiler Spast. Also da muss man ja jetzt offen und ehrlich sein. Das ist ein absolutes Waste-Bild von mir. Auch er hier rechts, weiß ich nicht, was ich damit zu tun habe. Also sowas hier habe ich schon immer gepredigt, geht gar nicht klar. In den USA gab es dazu mal einen Designer, der noch relativ underground war. Aber die Leute, die sich für die... So, jetzt Valente. Anschnallen. ...Mode interessieren, haben seinen Namen schon damals gehört. Ich meine damit Luigi Villasenor, den Chefdesigner und Gründer von Root. Und Leute... Um das Video jetzt hier nicht wirklich übelst lang in die Länge zu ziehen, sage ich gleich zwei abschließende Sätze zu dem Root-Thema nochmal. Weil falls ihr euch ausführlich damit beschäftigen wollt, zieht euch die Antwort von mir auf Valente rein, weil da sage ich 45 Minuten was zu diesem Thema. Versteh mich nicht falsch, ich will ja nicht Valente zitieren, aber ich muss einfach Root erwähnen. Es ist de facto, dass Justin 2017, 2018 Root schon kannte. Das ja, klar, das hat ja auch niemand verheimlicht. Ich habe ja sogar die Story erzählt, dass ich einen Hasskick auf den Designer davon habe, weil er bei meiner Freundin in die DMs geslidet ist. Auf einige Pieces. Da wissen sogar noch die OGs Bescheid. Im November 2017 kam der Trailer von der Season 4 raus. So. Wilde Sachen dabei gewesen. Und in dieser Season wurde sehr mit dem Marlboro-Logo gespielt. Root, eine bis dato noch relativ unbekannte Brand, releaste ein Jahr zuvor ihr Marlboro-Inspired-Shirt. Und ich verstehe, wenn man sagt, dass sich ja beide schon an existierenden Logo inspirierten. Das stimmt vollkommen. Natürlich. Ist das erstmal geklaut, beides von Marlboro, klar, aber Root hat es zuerst, das heißt geklaut, Root hat sich zuerst bei Marlboro inspiriert. Aber auch zu dem Zeitpunkt, ich war voll in meiner Ausbildung, das ist jetzt diese kleine Zusammenfassung, die Designs haben damals das Designteam von externen Leuten und LFDY übernommen. Ab der Season 5 oder ich weiß nicht mehr, 5 oder 6, habe ich alles selbst gemacht. Weil ich dann endlich fertig war, ich bin damals nach Düsseldorf gezogen und konnte mich 100% darauf konzentrieren. Da war Klausurphase und so, aber ich habe es freigegeben. Es ist natürlich mein Fehler, wenn ich Sachen sehe und ich habe mich damals nicht so krass damit beschäftigt, so, und ich kriege das vorgeschlagen, ey, ja, ist fresh. So, by the way, habe ich nicht alles abgegeben. Zum Beispiel habe ich gesagt, lass hier hinten ein Bild von so einem Bullen drüber machen und dann oben noch diesen roten Pinselstrich und so. Und dann haben wir für so kleine Logos überlegt und das habe ich als Vorschlag bekommen. Aber die Frage ist immer, wer war zuerst? Root war zu diesem Zeitpunkt. Root war auf jeden Fall zuerst, klar. Aber das, wie gesagt, das alte Kamel. Die einzige auf dem Markt, die solche Designs rausbrachten. Danach kam Peso. Das gleiche Szenario hatten wir auch in der... Ich frage mich halt, warum, also nur schon mal jetzt vorab als Spoiler, warum werden jetzt, hier werden glaube ich 6 bis 8 Sachen gezeigt und ich habe über 150 Pieces released. In jeder Kollektion. Er sagt ja, er hat in den Kommentaren gesagt, das hat er im Video extra nicht gesagt, aber in den Kommentaren beantwortet es. Ja, ich feiere auch viele Sachen von Peso. Aber warum sagt man das denn nicht im Video? Warum zeigst du denn nicht, welche Produkte zum Beispiel innovativ und cool waren?
in der Season 5. Am 13. April 2018 kam die Season raus und das Herzstück der Kollektion war der Hoodie mit dem langen Drawstring und dem großen P auf der Brust. Am 11. Juli 2017 kam die Spring Summer 18 Kollektion von Represent raus und sie hatten auch vielen Pieces ein großes R drauf. Dabei war auch ein grauer Zip-Hoodie mit einem großen R auf der Brust sowie lange Drawstrings. Es ist bekannt, dass Justin schon eine längere Zeit ein Represent-Fan ist und daher schau dir dann Victor, der mir die zum B-Day geschenkt hat. musste ich dieses Beispiel bringen. Ein Jahr nach Season 5 kam Season 6 raus. Und da finde ich es schon frech. Es gibt eine Brand aus Schweden, die wirklich History und Image hat. 2017 gab es einen Hype um ihre Crewnecks und T-Shirts, welche den Namen auch gute Sache, die ich das Kragen hatte. Also ich rede von Agnes Studios. Wirklich jeder hat ein solches Piece, mich inklusive. Und Justin in dem Fall selber auch ein Piece. In der Season 6 kam ein Crewneck, der wirklich 1:1... So, und wir hatten in der Season 1 ein Longsleeve, das war vor 2018, da stand Peso Gang um den Kragen drum. Ich weiß nicht, ob Peso Gang Clothing oder Peso Gang. Hat noch jemand ein Bild davon oder erinnert ihr euch daran? Ein Longsleeve in weiß und genau so sah der Kragen aus. Nur nicht eingewebt, sondern gedruckt. So, und ich habe gedacht, das war mein Fehler, das Design habe ich gemacht und ich hatte diesen Agnes-Sweater und habe gedacht, boah geil, eigentlich gibt mir das, dass ich schon mal sowas gemacht habe, ja irgendwie die Legitimation, das jetzt neu und hochwertiger zu machen. Klar hat Agnes das auch gemacht, aber irgendwie kam es mir damals nicht so schlimm vor. So, man reift über die Zeit, es ist nicht korrekt, aber es ist auch nicht so schlimm, wie er es jetzt darstellt. Aber zum Beispiel jemand, der unvoreingenommen in dieses Video reingeht und sich nicht so mit alten Peso-Kollektionen beschäftigt hat, der weiß das nicht. Zum Beispiel eine Elotrix. So. Oh, Pesos hat das hier reingeschickt. Hier. Da. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ich glaube, 2016 oder 17 müsste das gewesen sein. Klar, da haben viele dann nachträglich sowas davon kopiert, aber am 30. Bei mir ist es am schlimmsten. März 2. Ich frage mich, by the way, warum macht man nur gegen mich solche Videos? Also jetzt No Fitner, aber es gibt noch genug andere Leute hier in diesem Fashion. War Dezember 2016. Danke, David. 2019 kam einfach Peso Archive Pieces, ja. Aber die Prices gingen nicht ab. Bilder von der Borderline Collection raus, welches ein bisschen diesen Vintage-Vibe catchen wollte. Ich werde nicht wie Valente auf den Hoodie eingehen, welcher sehr dem Root Hoodie ähnelte. Ohne Frage. Ich möchte auf einen anderen... Ich werde nicht darauf eingehen, keine Ahnung. ...Punkt eingehen. Ihr kennt ja alle die Metall-Patches, die bei den Produkten... So. Falls ihr zwei Anschnaller habt, nehmt auch nochmal die andere Seite. ...von Peso dabei sind. Justin ist ja sehr stolz auf diese Innovation und die wurden fast wie ein Markenzeichen von Peso. Nicht fast. Die sind ein Markenzeichen von Peso. Und auch von Represent. Am 29. Januar postet George Heaton, der Gründer von Represent, auf seinem privaten Instagram-Account ein Bild von Samples, welche auch zum ersten Mal... Nein. Das hat er am 29. Januar 2019 gepostet. Fuck, da hat er mich ja wirklich hops genommen. Oder? Oder sollen wir da nochmal nachschauen? 29. Januar 2019. 6. Dezember 2018. Da haben wir unser erstes Metallpatch platziert und wir geben Kollektionen immer weit im Voraus in Auftrag. Haben das ab da für alles vorgesehen. Krass, richtig krass, wie du das mit Datum nochmal hier extra markiert hast, Andi. Andreas. Ja, also da muss ich natürlich sagen, ist nicht so vorteilhaft, wenn man hier im Video falsche Fakten benutzt und schlecht recherchiert. Ich sehe schon in seinem Antwortvideo, ja, also es gibt ja einen Punkt, auf den hat Justin sich ja wirklich gestürzt. Da muss ich sagen, habe ich falsch recherchiert, aber was sagst du denn zu den restlichen Sachen? Ja, so, danke für diesen Emote auch hier im Chat, ne? So. All die Metallpatches dabei hatten. Es ist schon crazy, wenn man überlegt, dass eines der Markenzeichen von Peso einfach kopiert wurde. Ja, und da kann man hier nochmal kurz zurückgehen. Es ist wirklich crazy, dass eins der Markenzeichen von Peso kopiert wurde. Nein, du Schwanz. Markenzeichen von Peso einfach kopiert wurde. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr krass, dass es einfach kopiert wurde. Wie die meisten von euch wissen, ist Virgil Abloh im Moment Designer. So. Der hatte so epische Pause gemacht, damit das nochmal sacken kann, dass ich das von Represent kopiert habe. By the way, ich bin immer nett zu allen. Aber das muss wahrscheinlich irgendwo gewesen sein, wo mich jemand abgefuckt hat. Keine Ahnung, aber das wird, glaub mir, wenn ich sowas schreibe, wird es zurecht gewesen sein. Und das war aber nicht zu ihm, ich habe mit ihm nicht das geschrieben. Einer bei LV und seine erste Kollektion gilt heute noch iconic. Am 21. Juni 2018 präsentierte er sie in Paris und das most iconic piece aus dieser Collection war der Prism Keyboard. Ja, das most iconic piece. Achte wieder drauf. Er sagt das, das ist jetzt nur seine Meinung. Er tut jetzt so, als wäre das so word on the street. Es sind 100 Teile in der Kollektion und nur das ist das iconicste Piece. Okay?
Was? Welcher Playboy Cardi als Model präsentierte. Diese Tasche war crazy im Hype und jeder wolle sie haben. Am 25. September 2019 präsentierte Designer Justin seine neue Kollektion. Designer Justin. In dieser Collection. Iconic. War eine Tasche dabei, welche wirklich ein Baby der LV. So. Ja. Da stehe ich komplett hinter. Ich finde es absolut nicht verwerflich. Louis hat diesen Trend gesettet, so ein Prism-Material zu verwenden. Und ich fand das so krass, ich fand es so nice, dass ich gesagt habe, also ich kann jetzt nicht auch einen Weekender in so ein Prism-Material machen, aber ich habe gedacht, dieses Material sieht so hart aus, ich finde es nice, ich würde gerne auch was da drin machen. Ich habe mir überlegt, was, und habe mich für so eine Tasche entschieden. Ich finde, das ist nicht schlimm. Und nein, ich finde auch nicht, dass es eine Alternative ist. Es ist ja keine Alternative zu einem Weekender, so eine kleine Tasche. Deswegen, es ist kein Konkurrenzprodukt zu diesem Louis Vuitton-Teil. Ich finde es völlig in Ordnung. Da stehe ich immer noch hinter. Und das ist ein Piece aus einer großen Kollektion, wo ich gesagt habe, ey, ich finde dieses Material nice. So, dann wäre es das Gleiche, wenn du jetzt sagst, jo, der hat da irgendwo Kord benutzt, ja, dann darf der das jetzt nicht mehr machen. Klar, ist ein bisschen überspitzt dargestellt, das ist natürlich bekannter als jetzt ein Kord-Piece, aber ich finde es legit. Nur Inspiration. 2020 war echt ein wildes Jahr für uns alle. In der Modewelt haben Brands aus Japan wieder angefangen, Wellen zu schlagen. Und mit dabei die Brand Human Made. Die Brand, welche von Nigo, dem Babygründer, und Pharrell Williams gegründet wurde, hatte eine gute Zeit. Vor allem ihre Collabs mit Adidas und Girls Don't Cry kamen sehr gut an. Der Superstar, by the way, immer noch der Most Underrated Sneaker 2020. Für mich. Die lässige Schrift, welche Human Made benutzt, war in 2019 sowie 2020 sehr angesagt. Am 21. März 2020 hat Justin uns die neue Kollektion Basic Instinct präsentiert. Wie Valentin schon aufgezeigt hat, war die Hose mit den roten Streifen innen 1:1 von ihm kopiert. Die Hose in diesem Fall interessiert mich gar nicht so groß. Ach, okay, es geht mir mehr um die Schrift, welche Human Made so ähnlich ist. Und auch hier, klar, der hat jetzt extra den roten genommen. Ich finde es nicht geisteskrank schlimm. Klar, ist das inspiriert. Ich fand die Schriftart nice und hab die auch übernommen. Aber das ist halt ein Piece von 15 aus der Kollektion. Wollte unbedingt diese Wave catchen. Aber gehen wir weiter. Spoiled Youth hat ein Piece. Es ist halt aber auch nicht so, als ob das jetzt die gehypste Kollektion des Jahres gewesen ist und ich mich da dran geheftet habe. Mich schon beim Release krass an ein Piece erinnert hat, das so mies im Hype war. Das haben aber viele gesagt, dass das wie der CPFM-Hoodie ist, Ye Must Be Born Again. Ye Must Be Born Again Hoodie. Das Einzige, was von dem Hoodie ist, ist der 3D-Print. Brand Cactus Plant Flea Market. Und logisch, ist es nicht 1:1 der gleiche Pulli. Man nimmt hier natürlich auch extra nochmal den braunen. Aber man spürt schon sehr, sehr fest die Inspiration dabei. Und wisst ihr, jeder kann sagen, man kann das Rad nicht neu erfinden. Und in der Modewelt ist es wirklich... Das hier fand ich, by the way, frech. Hätte ich jetzt die P's oder sonst irgendwas da drauf gedruckt, anstatt gestanzt, hätte der einen anderen Louis V Keyball gezeigt. Weil es aber ein eingestanztes Monogramm ist, ist das jetzt von dieser Tasche hier. Gucci hat auch eingestanzte Monogramme in schwarz. Ist das, hat Gucci jetzt auch von Louis geklaut? Was willst du bei einem Weekender groß anderes machen, Bro? Du kannst doch nicht fett drauf printen. Ich wollte einen simplen mit Peso gebrandeten. Wäre der jetzt ganz schwarz, dann hätte man auch gesagt, jo, das ist von dem geklaut und der hat nur noch sein Metallpatch dran gemacht. Ich finde, das ist ein legites Produkt und ich weiß, Leute hängen sich gerne an diesem Satz auf, aber du kannst bei einem Weekender das Rad nicht neu erfinden. Du kannst da zwei Ärmel dran machen, aber ja, erst recht. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Also er hat zum Beispiel falsch recherchiert mit dem Metallpatch und so weiter, aber dieses Thema ist wirklich ausgelutscht. Da habe ich im Valente-Video schon was dazu gesagt. Die Sahne kommt noch auf den Kuchen und die Kirsche kommt auch sogar noch auf die Sahne drauf in den letzten 3 Minuten. Beispiele. Was ich vor allem damit sagen möchte, ist, dass man nicht immer inspirieren soll von anderen Brands oder Trends. Als Beispiel gebe ich jemanden, der wirklich einen Namen hat in der Modewelt. Raf Simons ist schon ein Urgestein in der Fashionwelt und hat Pieces rausgebracht, die noch in 50 Jahren relevant sein werden. Okay. Wie schon erwähnt, inspiriert sich Justin immer an Trends oder an anderen Brands. Raf Simons inspiriert sich an geschichtlichen Ereignissen oder Kleidung aus anderen Zeiten. Checkt ihr, was hier der Fehler ist? Er hat komplett recht. Peso ist eine trendorientierte Marke. Warum? Weil ich das mache, was ich selber trage. Und ich trage Sachen, die ich cool finde, die gerade in sind. Ob die jetzt in sind, ob ich die trage, weil die jetzt in sind, oder ob die in sind oder manche Leute nachkaufen, weil ich das trage, ist ja jetzt mal beiseite gestellt. Peso ist eine Marke, die immer, und da bin ich stolz drauf, den aktuellen Zeitgeist trifft. Und das versucht jede deutsche Streetwear-Brand auch so zu machen. Raf Simons ist in einer ganz anderen Bubble. Der macht Haute Couture. Der macht Laufstegmode.
und auch heruntergebrochene Pieces für die breite Masse. Hat jemals jemand von euch aus meinem Mund gehört, dass ich mich mit Raf Simons verglichen habe? Natürlich kommt von Raf Simons keine Workwear Jeans. Das würde ja auch gar nicht passen, weil er hat eine Linie, die er immer fährt. Was glaubt ihr, warum Peso, und das ist auch kein Auge auf irgendwelche anderen Marken, vor allem natürlich kein Auge auf mich, sich so lang gehalten hat? Von 2016 bis jetzt ging es, Gott sei Dank, nur bergauf. Weil man nicht auf einem Style hängen bleibt. Man schaut, was feiere ich jetzt gerade, was trägt man jetzt, wie bringt man das in der eigenen Form raus? Natürlich ist das jetzt, klingt das jetzt doof und das klingt jetzt so, also okay, was ist gerade in, lass das machen. Das stimmt gar nicht. Wir machen immer unser Ding und versuchen, aktuelle Einflüsse da reinzubringen. Und das ist, finde ich, die Kunst bei Streetwear. Bei Haute Couture ist es was anderes. Oder jetzt Balenciaga, Givenchy oder sonst was. Wir befinden uns da drunter. Streetwear. Street. Sachen, die du auf der Straße trägst. Keiner läuft mit Laufstecken auf der Straße rum. Das würde auch ziemlich affig aussehen. Also gibt vielleicht Leute. Vielleicht auch Leute, wo es cool aussieht. So. Und da finde ich es ein dreistes, mich mit Raf Simons zu vergleichen. Raf Simons gegenüber ist das vor allem auch dreist. Ja. Er hat damit vollkommen recht. Raf Simons macht krassere Sachen als Peso. Und die Leute, die das sehen, sagen, ja Mann, Raf Simons macht krassere Sachen als Peso. Und ein Elotrix denkt sich auch, ja Mann, Raf Simons macht krassere Sachen als Peso. Hä? Aber wer hat denn, wer wollte das, hä? Es hat doch keiner mich damit bisher vergleichen wollen. Ich sag doch gar nicht, dass das mein Anspruch ist. Zum Beispiel der auch sehr bekannte New York Knit Sweater aus Fall Winter 2000. Ja, und Raf Simons macht Pieces, die zeitlos sind. Ja, da sind aber auch nur 3-4 ikonische. Ich will keine, aber die der Mainstream dann kennt. Der Schnitt und die Qualität ist sehr einzigartig, aber ich möchte mehr auf das Motiv mich beziehen. Die Inspiration von Raf war das legendäre Isle of New York T-Shirt. So, das ist die Inspiration für diesen Knit Sweater gewesen. Völlig legitim, alles easy. Hätte ich dieses Isle of New York T-Shirt jetzt genommen und auch irgendwie verarbeitet, dann hätte es gießen, guck mal, Justin klaut sogar von einem Isle of New York T-Shirt. Das macht ein Raf Simons das, das ist Kunst. Das ist Kunst. Es ist auch Kunst, klar, aber warum wird das hier nicht eng gesehen? Wenn man gesehen hat, aber anstatt einfach... Und es ist nur ein Piece aus der Kollektion auch. Motiv zu nehmen und Raf Simons drauf zu klatschen, hat er das so umgewandelt, dass es ein ganz einzigartiges Piece wurde. Und es ist nicht vergleichbar. Das, meine Freunde, ist Mode. Und sogar würdig, ja, als... Bei Spoiled Youth auf dem Hoodie stand ja auch Fat Peso drauf. Kunst bezeichnet zu werden. Das ist aber nur eins von vielen Beispielen, wie sich Künstler inspirieren und weiterentwickeln. Weil okay, eine Marte Margiela oder eine Rei Kawakubo haben ihre eigene Angehensweisen. Justin... Richtig. So. Und ich habe niemals gesagt, dass ich mit denen auf einer Stufe stehe. Auf der anderen Seite inspiriert sich wirklich zum Größten. Auch das hier. Es ist eine braune Cap. Ist jetzt, wir haben hier eine Strap, wir haben ein weißes, cremeweißes Stitching. Travis hat hier einen Ton-in-Ton-Druck mit beigen Outlines geprintet. Ist jetzt jeder, der ab jetzt eine braune Cap rausbringt, ein Travis Scott-Fake? Teil nur von anderen Brands und dann werden seine Produkte noch gefeiert. Als wäre Rick Owens sein Vater. Und dann werden seine Produkte noch gefeiert. Merkt ihr? Man kann immer sagen, ja, es ist nicht so, dass ich dem das nicht gönne. Nee, ich feiere ihn sogar. Aber durch solche Sätze kommt dann raus, dass man das eben nicht gönnt. Und dann feiert man ihn auch noch dafür. Och, nee. So. Was Justin betreibt, ist in meinen Augen Modern Fast Fashion. Okay, dann erklär jetzt mal Fast Fashion. Jetzt kommt seine Definition von Fast Fashion. Fast Fashion ist in der Definition viele Kollektionen, welche von großen Designern limitiert werden, in geringer Qualität und für einen günstigen Preis. Fast Fashion hat eine Zeit, in der es sehr gut ging, aber in letzter... Okay, warte. Ich will nochmal das, was er... So. Mehr Kollektionen in kürzerer Zeit widerlegt. Es kommt zu jeder Jahreszeit eine Kollektion, wie das üblich ist. Prominente Designer und Stars werden in kürzester Zeit imitiert. Auch falsch. Man kann 3-4 Sachen aufzählen vielleicht im gesamten Jahr oder in den letzten 3-4 Jahren, wo man sagt, okay, das, wie bei dieser Louis-Tasche, das Material wurde da auch verwendet. Ich finde es legit, auch wenn ihr das nicht so seht, ist es auch völlig in Ordnung und das ist deswegen nicht feiert. Aber es ist ein Piece aus der Kollektion gewesen, wo er das sagt. Und dafür ist jetzt die ganze Kollektion scheiße oder was? So, und einen günstigeren Preis. Also so schlecht produziert, billig produziert und deswegen für H&M oder Zara, das macht ein T-Shirt für 8 Euro abgeben, auf Masse. Zeit, in der es sehr gut ging, aber in den letzten Jahren haben immer mehr Menschen angefangen, darauf zu achten, was sie kaufen und vor allem auf die Qualität und die Bedingungen. So, unterschreibe ich zu 100%. Lieber
Andi, warum werden denn jetzt hier nicht die Peso Rouse genannt? Das ist ein super starker und toller Punkt von mir. Aber es würde seine Argumentation jetzt nicht unterstützen. Weil es geht ja nicht auf Masse. Die Sachen sind auch nicht günstig, weil die teuer produziert sind. Das ist höchste Qualität. Das sind geisteskranke Basics. Wann kaufst du dir Basics, wenn du, also es ist ja eigentlich selbsterklärend, du kaufst Basics, weil es das ist, was du immer tragen kannst, wo du lange was von hast. Logisch, oder nicht? So. Und ein T-Shirt, was einen auffälligen Print hat, das kannst du eben nicht jeden Tag anziehen. Das ziehst du einmal die Woche an, zwei, dreimal in der Woche vielleicht. Aber Basics kannst du immer anziehen. Das ist meine Gegenantwort gegen diese Trendgeschichte und so. Immer nur Hype und Hype, das ist schön. Aber ich will auch was releasen, wo Leute längerfristig was von haben und nicht sagen, boah, an dem Design, so, da habe ich mich jetzt vielleicht schon satt gesehen, das kann man jetzt wieder verkaufen, so. Ein Basic-Hoodie geht immer, so. Und das ist komplett das Gegenteil von Fast Fashion. Das hier nicht erwähnt, finde ich schade. Die Qualität und die Bedingungen, in der sie produziert werden. Justin betreibt in meinen... Die Qualität und die Bedingungen, in denen die produziert werden, die ist ja wohl bei mir top und geisteskrank. Augen Modern Fast Fashion, weil seine Designs sind oft sehr stark inspiriert oder fast schon kopiert und folgen immer den neuesten Trends. Die Preise sind schon eher hoch. Trendorientiert, ist das jetzt ein Front? Und die Qualität aber sehr gut. Aber die Preise sind eher hoch, die Qualität aber sehr gut. Bro, ich weiß nicht, ob du bei Argumentationen nicht aufgepasst hast. Das sind Argumente gegen dein Argument. Fast Fashion, Preise eher hoch, Qualität gut. Okay, danke, Bro. Ich weiß jetzt nicht, also das hätte ich jetzt an deiner Stelle da nicht hingeschrieben, weil das ist ja kontra für dein Argument. Okay. Freunde, ich möchte nicht auf die Qualität eingehen, weil die wirklich gut ist. Danke. Das hat also nichts mit Fast Fashion zu tun. Du stellst am Anfang diese These auf und widerlegst sie am Ende selber. Das heißt, das Video war Rotze. Aber das ist... Hast schlecht recherchiert im Zwischenpunkt und alle anderen Punkte sind Meinungen. Da kann jeder was von halten, was er will. Wenn man mich deswegen nicht feiert, ist okay. Ein Einfluss auf die Imitation. Überlegt euch mal selbst. Würdet ihr... Und das Video kriege ich geschickt und sage, er hat dich hops genommen. Ja, natürlich bin ich dann ein bisschen doch der Grund. Ist ja doch der Grund, warum ich schlechte Laune habe. Die Arten Peso-Kleider tragen. Peso hat kein einziges Kleidungsstück, das auf irgendeine Weise ikonisch ist. Okay. Sagt er. Sehe ich nicht so. Jedes Kleidungsstück ist eine Zeit lang angesagt bei einer bestimmten Zielgruppe und danach möchte sie niemand mehr. Oh, jetzt kommt noch was Wichtiges, was ganz Wichtiges. Bei richtigen Designer-Pieces sind die Kleidungsstücke nach einer Zeit lang sogar noch begehrter als beim Release. Was mich und viele andere hat... Kannst du ja jetzt mal nach einem Butterfly-T-Shirt suchen. ...aufregt ist, dass Justin am Schluss dasteht, als wäre der Modedesigner aus Deutschland. Okay, es fuckt ihn wieder ab. Es fuckt ihn sehr, sehr ab und das macht ihn auch sauer, dass ich jetzt als der Modedesigner von Deutschland dastehe. Ich habe mich selber nicht in die Position reingebracht und gesagt, ey Leute, ich bin der Modedesigner aus Deutschland. Ich habe mich noch nie wirklich bewusst hingestellt und gesagt, ey Leute, ich bin ein krasser Modedesigner. Er nimmt jetzt hier einfach Annahmen und sagt, so, er kann jetzt auch hier im Video sagen, yo, Justin ist gar kein Bauarbeiter. Ja, Mann, der hat recht, ich bin kein Bauarbeiter. Ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich ein Bauarbeiter bin. Klar habe ich eine Marke und ich designe auch die Sachen selbst, aber ich würde mich nie hinstellen und sagen, boah, ich bin der krasseste Designer. Ich sage es ehrlich, no cap, es gibt... Die Sachen, die ich release, sind übertrieben nice, ich stehe da 100% hinter. Aber ich tue nicht so, als ob ich Raph Simmons wäre. Und das ist der Punkt, den er hier im Video verdreht. Nur schon auf YouTube Deutschland bessere Brands als Peso. Ich kann als Beispiel Brands nehmen, die auch schon einen Namen haben. ADR, No Face Studios. Achtet mal jetzt. Studios oder schon ein MAM. Ich habe mich gefragt, was bezweckt er hiermit? Sich Sympathie von anderen Leuten, die reagieren? Und von der Community, wenn jemand Peso hatet, so, aber sich aber trotzdem im deutschen Sneaker-Kosmos befindet, dann wird er wahrscheinlich eine von diesen Marken feiern. Und dann sagen die, ja, man hat er recht. Ich möchte nicht sagen, dass Ich habe mit Patrick über das Thema geredet, der hat mir 100% zugestimmt. M oder A. Also seine Reaktion ist so dezent, nett für beide Seiten gesagt, aber das heißt 100%, aber er sieht es auch so. Ja, irgendwelche crazy Paris Runway Brands sind, aber so. Maximilian und Patrick geben sich im Gegensatz zu Justin wirklich Mühe. Geben, dass mir jemand vorwirft, dass ich mir keine Mühe gebe, das ist wirklich dreist. Etwas Einzigartiges auf die Beine zu stellen. Bro, diese ganzen Sachen. Er zeigt einzelne Pieces aus alten Kollektionen. Bro, zeig doch mal, dass ich früh schon Hosen gemacht habe. Jeder hat immer nur T-Shirts und Hoodies released am Anfang. So, es wurde jetzt erst drin. Jacken. Bro, ich habe Hoodies gemacht mit zwei Kapuzen, das hat 6PM. Also noch Frontarschaps, mein Bro, so. Jetzt auch gemacht. Wenn ich das vor 2 Jahren gemacht habe, appreciated das keiner. Eine Jacke mit Kordkragen hatte ich auch in der Season 6, das habt ihr gesehen, 2018. Er geht nur auf die simplen Pieces ein und sagt dann, ja, die anderen Sachen, die,
ja, Justin macht gar nichts Experimentelles und was Einzigartiges. Hä? Und nicht einfach Brands und Trends zu kopieren. Vor allem M&M, welche am Anfang wirklich Schmutz war. Ja, richtig. Habe ich damals auch kritisiert. Aber... Ist jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo... Also, Maximilian, es tut mir leid. Mode ist Geschmackssache. Deine Qualität ist bestimmt gut. Aber sind wir ehrlich? Designtechnisch finde ich, aber das ist natürlich auch, weil Peso mein Baby ist, meine Hoodie ist ein bisschen cooler. Es tut mir leid. Und er nimmt das jetzt hier, ausgerechnet dieses Design hier als Beispiel und sagt, ja, die machen wenigstens was Cooles? Hä? Wenn man wirklich sagen muss, dass das in eine richtige Richtung geht und das authentisch... Es ist natürlich Geschmackssache, ja. Wisst ihr noch früher, als Justin günstige Fashion-Alternativen-Videos gemacht hat? Peso ist so Next-Level günstige Alternativen von Fashion-Brands, weil anstatt 350 Euro auszugeben für einen CPFM-Hoodie, kann man sich einfach einen Peso-Hoodie für 100 Euro ziehen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, ich gönne Justin seine Erfolge nicht. Nein, nein, das soll man nicht gönnen, dass er mir seine Erfolge gönnt, weil guck mal, er hat hier sogar ein Peso-T-Shirt an. Das ist wie, wenn man sagt, hä, ich kann gar kein schwulenfeindlicher sein. Ich habe doch schwule Freunde. Hä? Ist doch nicht schlimm. Als ob das jetzt der Pass dafür ist. Hä? Aber das stimmt nicht. Was ich nicht fair finde, ist, dass jemand, der sich nur von anderen Trends inspirieren und lässt. Nur von anderen Trends. Auch absolut eben widerlegt. So dasteht, als wäre die Wiedergeburt von Karl Lagerfeld. Weil niemand hat jemals gesagt, dass ich die Wiedergeburt von Karl Lagerfeld bin. Letztendlich, wenn die Zielgruppe von Justin mit dem Produkt... So, und darauf habe ich gewartet. Das ganze Video war Schmutz. Aber das hier ist die Kirsche drauf, weil das geht nicht klar. Über ihn hier brauchen wir nicht reden. Simeo K., vielen Dank, dass du bei Peso bestellt hast. Jeder, der mich verfolgt und Peso verfolgt, weiß, dass er eher zur Ausnahme gehört. Peso ist jetzt eher keine Fitnessmarke und die T-Shirts werden auch meist oversized getragen. Wenn man sich ein T-Shirt in Size S bestellt, wenn man breit gebaut ist und 1,90 ist, weil man den Look feiert, dann macht das. Okay. Kommen wir zu Janis Keller. Ich weiß nicht, ob ihr manche von euch schon auf Instagram kennen. Ein Supporter von mir. Ich sage erstmal was generell zu meiner Zielgruppe. Er stellt jetzt am Ende als Totschlagargument dar, naja, aber wenn die Peso-Community damit zufrieden ist, dann ist das ja in Ordnung. Und schiebt euch diese beiden Bilder hin. Das ist jetzt die Peso-Community. Guckt gerne auf Peso-Clo-Fits oder so vorbei. Das ist jetzt nicht... sind nicht die beiden, die für die Peso-Community stehen. Aber das ist auch völlig in Ordnung so. Ich kann dir auch jemanden zeigen, der in ADR kein cooles Pick hat oder jemand, der in Givenchy vielleicht etwas jünger ist. Ist das schlimm? Musst du deswegen einen 13- oder 12- oder 11-jährigen Jungen hier öffentlich dich über ihn lustig machen? Wo schiebst du denn? Na, guck mal hier, die Kids tragen Peso. Bro, glaubst du, dieser Junge hat das leicht? Ich prahl nicht mit sowas, es ist 4 Monate her. Der Junge ist einer der größten Supporter. Ich schreibe ihm oft zurück. Und ich bin auf sein Profil gegangen, ich muss es kurz suchen, war im Januar, und habe gesehen, boah, ich habe dieses Bild hier gesehen und Leute haben da echt fiese, fiese Sachen drunter geschrieben. Boah, du kleiner Pisser, du hast was bekommen und ich nicht. Und so, boah, lass diesen armen Jungen doch supporten, wenn man sich in dem Alter für Mode interessiert. Der war auf jeden Fall fresher als du mit 13. So, und da habe ich ihm diese Nachricht hier geschickt. Yo, Bro, gar kein Thema. Ich habe das jetzt gesehen mit dem Bild. Ich habe aber auch gesehen, dass da so ein paar Leute so dumme Sachen schreiben. Ich wollte dir nur sagen, lass das auf gar keinen Fall irgendwie an dich ran oder so, weil das sind einfach nur Leute, die einfach irgendwelche dummen Kommentare abgeben wollen, weil die sehen, dass so die Leute, die feiern, dir so halt Props geben. Deswegen, also lass auf keinen Fall irgendwelche Sachen aus dem Internet an dich ran. So ein bisschen junger, cooler Typ in deinem Alter, auf Instagram schon so fresh unterwegs zu sein, das wünschen sich wahrscheinlich die meisten. So. Deswegen bleib einfach dran, Bro. Und scheiß auf alle, die was Negatives sagen. Nimm dir es auf jeden Fall nicht zu Herzen. Schönen Abend dir. Hau rein, Bro. Was glaubt ihr, wie der sich gefreut hat? Und glaubt ihr, ich habe das vor 4 Monaten gemacht, weil ich wusste, ich werde das irgendwann mal zeigen können? Nein. Ich mache sowas im Stillen, weil ich diesem Jungen eine Freude machen will. Und weil der es nicht leicht hat. Und glaubt ihr, wie kommt sowas bei dem an, als Meme in so einem Video gegen mich aufzutauchen? Mach Videos gegen mich, aber lass doch junge Leute da raus. Bro, wir hatten ich sag jetzt keine Zahl, wir haben so viele Bestellungen aus den USA gehabt, aus UK, so, das hätte ich mir niemals erträumen können. Danke, Chat. Das hätte ich mir niemals erträumen können. Glaubt ihr, die waren alle 12? Nee. Diesen Sweater, genau den ihr da seht, den hatte Young Thug an. Einer der krassesten Rapper unserer Zeit, ein US-Rapper. Mit Millionen von Followern. Glaubt ihr, der hat den angezogen, weil er den scheiße fand? Nee, der hat den cool gefunden. Sonst würde er den ja nicht tragen.
So, und jetzt damit das Video zu beenden, dass man sich nochmal über die Leute lustig macht, die mich supporten, und einen 12-jährigen Jungen hier rein. Tut mir leid, Janis, ich weiß nicht, wie alt du bist. Kann sein, dass du 11 bist oder 14. Es tut mir sehr leid. Ich will mich hier absolut nicht über dich lustig machen. Ich feiere dich und supporte absolut, was du machst. Ich muss hier nochmal kurz ein Exempel statuieren, dass sowas nicht klar geht. Und sowas will ich. Mach Videos über mich, aber zieh sowas nicht damit rein. Glücklich ist, ist es alles. Sorry, schön, dass ich jetzt ein bisschen ausschweifend geworden bin. Gut. Ich möchte aber, dass die Leute, die sich nicht so mit der Materie befassen, trotzdem herausfinden, was da abgeht. So, er möchte, dass Leute, die sich nicht damit befassen, tut mir leid, Elotrix, ich muss immer deinen Namen nennen. Elotrix zieht sich natürlich wahrscheinlich nicht jede Peso-Kollektion rein und jedes Feedback dazu. So. Und Leute, die sich nicht damit befassen, genau das hat er jetzt auch erreicht, die ziehen sich das rein und denken dann, boah, krass, Alter, der Justin, guck mal, was der für Kacke gemacht hat. Zeigt 8 Pieces, wo man was gegen sagen kann. Ja. Blendet hier noch was Lustiges ein, zeigt meinen Rap-Song, den ich nicht mehr cool finde und er wahrscheinlich auch nicht. So, und zack. Alter, ihr habt Justin richtig hops genommen. Ja, und das sehen mehr als, nicht 10%, aber das sehen viele Leute so. Das ist wieder das Thema, ich habe es bei Valente schon gesagt, ich werde mich zu solchen Themen nicht äußern. Und ich habe gedacht, ihr habt alle draus, also nicht ihr Chat, aber die sowas glauben, ihr habt daraus gelernt und hinterfragt mehr, schaut auch mal selber aufs Datum, nur weil er euch ein Datum wie vom Metallpatch da eingeblendet hat, heißt es ja nicht, dass es vorher war. Und auf diese Art auch probieren, die Kunst zu schützen. Aber deshalb. Die Kunst zu schützen. Das war sein. Also mit dem Video wollte er wirklich nur die Kunst schützen. Deswegen heißt das Video die Wahrheit über Peso und Justin Fox. Freunde. Peso size es mit 25 Euro. Bro, vielen, vielen Dank dir. Sehr korrekt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und sagt mir was. So, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Also ich werde es nicht machen. Ich habe meine Meinung ja schon. Aber deshalb, Freunde, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich habe es ja schon so gesagt. Und sagt mir, was ihr vom Peso haltet und ob ihr einverstanden auch seid. Hier nochmal. Das sieht jetzt so für Leute aus, die mich nicht kennen und ihn auch nicht, als ob ich ihm das geschrieben habe auf irgendeine Kritik gegenüber. Sowas würde ich nur schreiben bei irgendeiner Beleidigung oder sonst was. Dass Peso Modern Fast Fashion ist. Also meine Freunde, ich danke fürs Zuhören. Ich glaube, das habe ich jetzt gut widerlegt, oder nicht? Dass Peso Modern Fast Fashion ist. Oder wie seht ihr das? Schon und peace out. Ja. Super Video auf jeden Fall. Ich habe alles zu dem Thema gesagt, was ich sagen möchte. Ich würde euch bitten, in Zukunft sowas zu hinterfragen. Und ich kann mir vorstellen, weil das ist ja sein Ziel, Bro. Der macht mit meinen Videos am meisten Klicks und der wollte mich mit diesem Video abfacken, dass sicherlich nochmal was dann jetzt dazu kommt. Ich werde da diesem Punkt keine Aufmerksamkeit mehr geben. Könnte ich natürlich gerne reinziehen, was er dann dazu zu sagen hat, aber ich werde nicht mehr fett drauf eingehen. Auch hier, hä? Anti-Real-Rap über das Leben, Geld, Freundschaft, Justin. Bro, was ist mit dir? Was habe ich hier getan? Naja, okay.